SBT Section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Oli und Big2B melden sich zurück mit der Doppel-Penetration-Shisha, der Twin Magic und mit zwei Köpfen gleichzeitig sozusagen. Das hat einen Grund, denn endlich stelle ich euch den nagelneuen Kopf aus dem Hause Saphir vor, in Verbindung, in Zusammenarbeit mit Hookah Squeeze. Ich habe die Köpfe ja schon mal in einem Twitch-Livestream verlost und auch kurz mal vorgestellt. Und jetzt kommt eben das ausführliche Video zusammen mit dem Olli. Und es handelt sich hierbei um den Saphir Squeeze No. 9 Flat. Nennt sich aber auch hier das SWT Flat Setup, Freunde. Und das stellen wir euch heute vor. Und es ist nicht umsonst das allerbeste Setup der Welt, Freunde. Genau, wir haben ja auf Twitch schon 3 Stück verlost im Set, also mit dem Einkohleaufsatz. Und auch das werden wir jetzt hier während des Videos machen, Freunde. Das heißt also, dranbleiben, gegen Ende des Videos werden wir hier auf YouTube dieses Mal, nicht auf Twitch, 3 Sets raushauen. Das heißt, dreimal den Saphir Squeeze No. 9 Flat in Kombination mit dem Einkohleaufsatz könnt ihr gewinnen. Dreimal. Einfach dranbleiben. Am Ende des Videos werde ich sagen, was ihr dafür tun müsst hier in YouTube. Und deswegen ist natürlich heute wieder wahrhaftige Betonierungszeit. Und Achtung, Freunde, diesmal hat sie 2 Waggons hinten dran. Die Dampflok ist an. Ja, Freunde, und wir haben noch keinen einzigen Zug gemacht. Wir schwören auf alles. Ja. Es war nicht einfach, das jetzt durchzuhalten. Die Kohlen sind ungefähr, oder die Aufsätze sind ungefähr schon 3-4 Minuten drauf. Wir wollten euch mal zeigen, wie das Ganze jetzt so funktioniert. Wir haben den bunten, das ist im Prinzip der gleiche, auch der Flat, aber den gibt es nicht zu kaufen. Den habe ich nur als Prototypen bekommen. Und das in der grauen Variante, das ist im Prinzip das Produkt, das ihr jetzt kaufen könnt. Und wir haben 2 verschiedene Setups ausgewählt mit dem identischen Tabak. Wir haben hier den One Smoke obendrauf mit Abstand und wir haben hier den Karut Lotus 1 Plus oder auch die normale Smokebox, das ist jetzt wurscht, auf dem originalen drauf, den es dann auch zu kaufen gibt. 2 Kohlen, ein Kohl, eine Kohle und jetzt einfach mal gucken, wie es ist, wenn man beide Aufsätze vorheizt und das erste Mal dran zieht, weil man kennt es, man will nicht lange anrauchen und deswegen prüfen wir jetzt einfach mal, wie es beim ersten Zug so ist und du darfst jetzt, darf ich jetzt ziehen. Olli zieht am One Smoke, ich ziehe bei dem 2-Kohle-Aufsatz. Und ich glaube, das kann sich definitiv sehen lassen, Freunde. Deine Rauchentwicklung konnte ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Bitte nochmal ziehen. Von dir. Nochmal nach, nochmal ziehen, bitte. Oh ja, schon ordentlich, würde ich sagen. Aber ein bisschen weniger wie bei mir. Weil, Moment, das mache ich nochmal. Wie viel du gesagt hast. Ich habe gesagt, die Hälfte. Ja gut, ich habe auch ein bisschen anderes Lungenvolumen, glaube ich. Ich ziehe mal ein bisschen länger wie du. Ja. Aber minimal Unterschied. Also ihr seht schon, man muss nicht anrauchen. Egal ob mit One Smoke oder mit dem 2-Kohle-Aufsatz, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ja auch kein One Smoke, den wir hier haben. Das ist ja im Prinzip eine Kopie. Den haben wir jetzt, wie gesagt, halt auch drauf. Übrigens, du darfst jetzt auch rauchen. Danke. Genau. Ja, Freundin vom Olli, die kann es kaum erwarten. Die zittert schon da hinten. Die hat schon Anfälle bekommen, aber jetzt darf sie auch ziehen. Ja, wir haben ihr Rauchverbot gegeben, genauso wie ich es dem Olli erteilt habe. Ja, ihr wisst ja, was gesagt. Ich rauche schon seit 15 Jahren Shisha, aber sie ist süchtiger wie ich. Ja, spiel bei meiner Freundin, Stani. Ja, also machen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns den Kopf jetzt erstmal in der Teilaufnahme an. Seht ihr jetzt auch gerade eingeblendet. Der Kopf ist erstmal optisch, wenn man ihn von weit weg anschaut, nur an der Farbe anders wie der Squeeze No. 9. Ja, also der Flat sieht so schon mal 1:1 gleich eigentlich aus. Also da kann man nicht wirklich viel herausfinden. Wenn man aber den Kopf dann mal von oben anschaut, dann sieht man schon direkt, man hat ein anderes Tabakdepot. Und zwar ein deutlich kleineres Tabakdepot. Das heißt, wir brauchen weniger Tabak, das in die Schale reinpasst. Ja, also das heißt, wir können tabaksparender Kopf bauen. Manchmal hier Topf. Bitte? Topf? Topf? Jetzt hab ich darauf gewartet, dass du mich erschlägt. Topf? Nein, Kopf. In Bayern darf man, in Bayern darf man noch Topf sagen, aber es heißt Kopf, Freunde. Ja? Topf nimmt man zum Kochen. Ja? Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Topf oder Kopf? Und aus welchem Bundesland ihr kommt, bitte. In Klammern schreiben. So, also,
was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich durcheinander gebracht, weniger Tabak, genau. Also wir haben es ausgemessen, wir haben es ausgewogen beim normalen Squeeze Number 9 mit Holstertabak. Das ist ja immer von Tabak zu Tabak unterschiedlich, je nachdem wie voll der Tabak sich mit Molasse vollzieht, haben wir anderes Tabakgewicht. Beim Holster im Squeeze Number 9 haben wir 14 Gramm verbraucht. Das ist unwahrscheinlich wenig. Ich hätte immer gedacht, der hat mehr geschluckt. Aber da sieht man mal wieder, dass es von Tabak zu Tabak unterschiedlich ist. Und beim Flat haben wir nur 11 Gramm verbraucht. Das heißt, wir haben eine Tabakeinsparung von 3 Gramm. Es kommt aber darauf an, ich habe auch schon mal eine Tabakeinsparung von 4 bis 5 Gramm gehabt. Es kommt halt wirklich immer auf den Tabak drauf an, wie der sich mit der Molasse zusammenzieht und was dann für ein Endgewicht dabei rauskommt. Bei Somo zum Beispiel, da wird das Ganze schon wieder anders ausfallen. Da hätten wir wahrscheinlich einen Unterschied von 20 zu 16 Gramm wahrscheinlich. So in den Dreh sage ich jetzt einfach mal. Genau. Also, man kann sich schon mal merken, man spart zwischen 3 und 5 Gramm Tabak beim Flat. Das ist schon mal der erste große Unterschied und Vorteil. Und der zweite Unterschied, den sieht man schon, den darf der Olli jetzt mal sagen. Was können wir noch machen mit dem Kopf, was perfekt ist, lieber Olli? Erzähl es mal den Zuschauern. Ja, die Löcher sind einfacher zu sehen, weil ihr habt sie jetzt gesehen. Also beim normalen Number 9, da geht das... Das schon auch gerne in die Hand nehmen, den normalen. Ja. Ja, aber es ist schwerer dann zu erklären, wenn man es hier sieht. Also der Knubbel in der Mitte. Der Huppel, ja. Es ist ja ein Vortex-Prinzip. Der geht so und dann so. Und aber die Löcher hier so seitlich. Bei dem Kopf ist so, der geht wie so eine Pyramide nach unten und die Löcher sind so schief angereiht. Die sieht man halt von oben, wenn man da Tabak rein dran hat. Dann sieht man die Löcher richtig schön, kann den Tabak da schön wegtun und hat halt den perfekten Duckzug. Genau. Hier, wenn ich den Tabak wirklich immer voll mache bei mir daheim, dann muss ich erst mal gucken, wo sind jetzt die Löcher. Dann muss ich erst mal suchen. Und da sieht man halt direkt beim Flat. Richtig. Genau. Und der weitere, wenn man schon hier schaut, was kann man machen? Man hat natürlich noch einen geilen Vorteil. Ja klar, den Monsmog wahrscheinlich drauf tun, wenn man doch Kohle auch noch sparen möchte. Man sieht ja die Rauchentwicklung. Lässt auch nicht gerade zu wünschen übrig bei meinem. Ich ziehe jetzt mal beim Olli nochmal. Oder man kann ihn natürlich auch, weil er ja den gleichen Durchmesser, glaube ich, sogar hat, auch mit dem Lotus ganz normal wieder rauchen. Aber ich glaube, der passt ja perfekt da rein. Das habe ich auch schon gesehen. Der passt Wahnsinn. Perfekt in die Lücke da rein. Richtig. Heißt, wenn jetzt wackelt, der dürfte sich nicht mal bewegen. Nein, der bewegt sich auch nicht wirklich. Also, das ist Wahnsinn. Der ist für den OneSmoke auch wunderbar konzipiert, muss man sagen. Aber auch perfekt für den Lotus, für den Smokebox, für den 1 Plus und auch für den 2.0, Freunde. Also ihr könnt jeden erdenklichen Standardaufsatz draufsetzen und der harmoniert einfach perfekt. Wobei ich sagen muss, da wir hier relativ wenig Tabak drin haben, würde ich, wenn ihr den 2.0 Lotus nehmt, nur 2 Kohlen reinmachen. Weil 3 Kohlen ist einfach viel zu viel Hitze, Freunde. Das klappt einfach nicht. Also immer maximal 2 Kohlen verwenden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann nach einer Stunde beim 1 Plus, beim 1er oder beim 2er halt dann eine dritte Kohle nachschmeißen, wenn ihr eine kleine Verlängerung wollt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann man damit rauchen? Mit dem One Smoke habe ich schon getestet, 3/4 Stunde bis Stunde, wenn man alleine raucht. Ja, und das ist schon mal mit einer Kohle ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Bei dem Lotus, bei der Smokebox, beim 1 Plus oder beim 2er, eine Stunde Minimum und wenn man dann eine Kohle nachschmeißt, kann man nochmal ungefähr 20 Minuten rausholen. Aber dann merkt man schon, irgendwann schmeckt es halt danach nichts mehr, weil der Tabak einfach keine Molasse mehr übrig hat sozusagen. Genau, also wir können auf jeden Fall mit jedem erdenklichen Aufsatz von Lotus oder von den Fakes wunderbar mit rauchen und auch mit den Einkohle aufsetzen. Ja, also das funktioniert wunderbar. Und ja, wir brauchen weniger Tabak im Vergleich zum normalen Saphir. Squeeze Number 9 und können trotzdem so gut wie die gleiche Rauchdauer erzielen und die Rauchentwicklung ist auch gleich. Das habt ihr ja gerade gesehen bei mir mit dem 2-Kohle-Aufsatz, da läuft das Ding wie geschmiert. Also wirklich Wahnsinn. Du rauchst ja so gut wie nie im 1-Kohle-Aufsatz. Ich habe ja keinen daheim. Du hast nicht mal einen, du rauchst den wenn dann bei mir. Kannst ja mal deine deine Resonanz, dein Fazit mal ziehen, wie du es findest jetzt. Also aktuell finde ich jetzt keinen Unterschied zu 2-Kohle. Also, wenn ihr jetzt normal raucht mit einem normalen Number 9, mit 2 Kohlen mehr Tabak drin, also ich spüre jetzt keinen Unterschied von der Hitze, also sprich, er macht genauso seinen Geschmack und Hitze raus, wie mit 2 Kohlen gerade. Also, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt blind rauchen würde, würde ich jetzt nicht sagen, da ist eine Kohle drauf. Ja, also, das lässt sich perfekt schön Wahnsinn. Rauchen und. Ist das reicht brutal. Ja auch, sage ich. Ja, auf jeden Fall. Ist brutal. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Wir haben es ja, wie gesagt, im Twitch, im Livestream, unbedingt auf Twitch folgen, Freunde. Video Beschreibung ist der Link auf Twitch. Nur noch da gibt es die Livestreams, um das nebenbei noch zu erwähnen. Da habe ich das ja über 2 Stunden lang getestet mit Paste, mit gemischt.
nur Tabak. Also da habe ich wirklich alles Mögliche ausprobiert, auch verschiedene Aufsätze. Nie hat es scheiße geschmeckt, nie hat es nicht funktioniert. Also der ist wirklich anfängerfreundlich und auch für die fortgeschrittenen Profiraucher perfekt und noch einfacher zum Kopf bauen wie der normale Squeeze Number 9. Und deswegen ist es das allerbeste Setup der Welt und nicht nur das beste Setup der Welt, weil es einfach sowas von geil funktioniert. Und Freunde, ich wollte gerade sagen, ich wage mich aus dem Fenster zu lehnen, das mache ich auch. Es ist das beste Setup. Es ist einfach so. Es geht nicht einfacher und besser Shisha zu rauchen wie mit dem Flat in Verbindung mit dem Einkohleaufsatz oder mit dem Zweikohleaufsatz. Es ist wirklich die beste Konstellation und der beste Kopf, den es aktuell auf dem Markt gibt. Das ist meine Aussage. Wie du es ja vorhin erwähnt hast, für Anfänger und Profis komplett das Beste. Also natürlich kommt jetzt ein Profi her und sagt, ein Overpacking Setup ist wesentlich besser, aber das ist nur für die Profis das Beste. Und wir reden hier ist nur, es halt für alle genau, Gruppen. Und wir reden auch nur vom Abstandssetup. Genau. Ja? Noppenkontakt-Setup mache ich prinzipiell nicht im Saphir-Kopf, sondern das mache ich im Funnel, zum Beispiel in der Chapona Hukamami Bowl. Ja? Aber wir reden jetzt hier vom Virginia-Tabak, vom hellen Tabak, von Abstandssetup. Ja? Von dem reden wir hier. Und du rauchst ja zu Hause privat auch immer mit dem Squeeze Number 9, mit dem normalen. Bist ja auch mega zufrieden mit. Und jetzt hast du ja hier zum ersten Mal den Kopf gebaut und hast auch gerade gesagt, das ist ja mega. Ne? Ja. Also wirklich top. Wie kommt man zu dem Ganzen? Das werden wir natürlich auch noch kurz erwähnen. So, ich habe gerade noch ein Schriftstück geholt. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch zu Hause bekommt. Das ist nämlich eine kleine Schriftrolle. Fehlt nur noch das Pergamentpapier, hat der Olli gerade noch gesagt, wo der Schnitt erfolgt ist. Ja, der liebe Max von Hookah Squeeze hat diesen Kopf erfunden, sage ich jetzt mal. Der hat ihn gezeichnet, der hat Proben gemacht mit dem Kopf, also alles mögliche ausprobiert, bis es halt perfekt war. Ja? Und da hat er eben alles reingeschrieben, was die Geschichte um den Saphir Squeeze Number 9 Flat, was damit zu tun hat. Im Prinzip, um das abzukürzen, weil das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, ist... ja, er raucht seit 17 Jahren Shisha, der liebe Max, also sogar noch länger wie ich. Es gibt selten jemanden, der länger wie ich Shisha raucht. Ja, ich bin ja schon 15 Jahre in dem Game. Hat immer schon das Problem auch, oder er hat ja auch eine Shisha-Bar schon gehabt. Und da hat er immer schon damit zu kämpfen gehabt mit dem Kohlenmonoxid-Problem. Und mit dem One-Kohle-Aufsatz, also mit dem Ein-Kohle-Aufsatz, hast du natürlich auch weniger Kohlenmonoxid. Ne? Das haben wir natürlich auch noch hier von Vorteil, weil wir weniger Kohlenmonoxid-Ausstoß haben. Das ist also auch noch ein Pluspunkt. Deswegen hat er auch immer rumgetüftelt, um noch weniger Kohlenmonoxid ausstoßen zu müssen. Für Shisha-Bars natürlich dann auch ideal, weil sie auch weniger Kohlen brauchen, ne? Muss man natürlich auch sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig hervorzuheben. Und er hat hier im Jahr 2016 den allerersten damals rausgebracht, also den Squeeze Number 9. Und er wollte einfach den Kopf für Hookah Squeeze rausbringen. Und das muss aber nicht nur für Hookah Squeeze klappen, sondern eben auch in Verbindung mit Tabak, also gemischt. Oder auch pur nur Tabak oder pur nur Squeeze. Und deswegen hat er da eben rumgetüftelt. Und das hat mit dem Squeeze schon super geklappt. Ja, und 2016 gab es dann noch weitere zwei Prototypen. Einfach mal, um zu schauen, was man noch so machen kann. Und ein Kopf war exakt derselben Form wie der Number 9 Flat heute. Ja? Und den hat er aber nie rausgebracht. Im Prinzip war das nur zum Testen. Ja, dann eben hat er das überdacht, hat dann eine tiefere Tabakschale gemacht. Und dann im späteren kam halt immer mehr das Bedenken hinsichtlich der Kohlenmonoxidentstehung. Das ist ja erst jetzt in den letzten Jahren so verstärkt kontrolliert worden. Und deswegen kam er eben auch zu der Idee, dass eben doch einer der ersten Prototypen dann doch serienreif wird und hat dann eben ja jetzt entschieden, den rauszubringen. Im Prinzip dann den Flat, so wie wir den jetzt kennen. Und den gibt es jetzt in diesem Titangrau, in Matt, sage ich jetzt mal, was mega, mega geil ist, die Farbe. Die sieht wirklich extrem schön aus und es wird keine anderen Farben geben. Außer die Nachfrage nach normalen Farben wäre so hoch, dass ihm gar nichts anderes übrig bleibt. Aber der Plan ist wirklich nur, den hier, so wie er jetzt da ist, in diesem Grau ja, anzubieten. Und verarbeitungstechnisch und so weiter können wir nichts sagen. Ist wirklich wie immer top. Es ist ein glasierter Tonkopf. Blutet irgendwann mal, aber wirklich nach sehr, sehr vielen Sessions. Was für eine Farbe hast du zu Hause vom Squeeze? Auch eine dunkle oder eine helle? Hast du einen weißen oder einen dunklen Kopf? Nee, ich habe eher dunkle, aber der ist auch so gefleckt. Okay, und wie ist es bei dir? Blutet der jetzt mittlerweile? Nein, du rauchst ja extrem viel. Ich rauche wirklich, also ich habe zwei Köpfe daheim vom Number 9 Prime. Und die raucht die ja immer, die lasst den einen immer abkühlen, putzen dann am nächsten Tag und dann rauche ich den zweiten. Und die immer abwechselnd, jeden Tag. Und da keiner hat irgendeinen Riss oder blutet bisher und die haben jetzt bestimmt schon mehrere hundert. Oh,
Mehrere hundert. Also einige Köpfe schon hinter sich. Ja, also ihr seht es, ihr müsst wirklich extrem viel rauchen, dass die irgendwann mal anfangen leicht zu bluten. Aber das ist wirklich minimal. Was heißt bluten? Wenn sich der Ton mit der Molasse zusammensaugt, quasi, also der Ton die Molasse aufnimmt und das dann ausschwitzt. Das nennt man im Fachjargon beim Shisha-Rauchen bluten. Das spricht eigentlich alles für den Kopf. Ja. Ich selber bin ja schon seit 2016, ich habe ein bisschen später angefangen, glaube 2017, habe ich exzessiv angefangen, den Saphir Squeeze No. 9 zu benutzen in Verbindung mit dem Lotus. Und seitdem gibt es bei mir nichts anderes mehr. Ja. Mittlerweile ist ja das SWT-Setup auch, hat sich ja etabliert in der Shisha-Szene. Also viele sagen gar nicht mehr Saphir Squeeze No. 9 in Verbindung mit Lotus, weil es einfach viel zu viel Geschwätze ist. Viele sagen einfach, ich rauche im SWT-Setup. Und so gut wie jeder, der ein bisschen was mit Shisha zu tun hat, weiß sofort, okay, der meint den Lotus bzw. den 2-Kohle-Aufsatz und eben den Squeeze No. 9 oder den Prime No. 5. Ja. Jetzt ist es im Prinzip das SWT Flat Setup geworden und das funktioniert halt einfach tadellos. Jetzt machen wir zum Schluss noch einmal den Gegentest und dann darfst du einfach mal mit dem 2-Kohle-Aufsatz probieren. Vorher nochmal jeder beim einzelnen Aufsatz probieren. Und ist ja klar, dass die Rauchentwicklung beim 2-Kohle-Aufsatz ein bisschen besser ist, weil es natürlich auch mehr Hitze gibt. Ne? Wollen wir natürlich nicht viel dazu sagen. Wichtig ist natürlich der Geschmack. Und, was meinst du? Geschmack mehr oder weniger oder gleich? Oh, gute Frage jetzt. Das ist gerade... extrem schwer. Ja. Extrem schwer. Also... ich würde sagen, nö. Also Rauchentwicklung ist auf jeden Fall besser bei dem 2-Kohle-Aufsatz, ist klar, mehr Hitze. Aber Geschmacksentfaltung finde ich bei beiden eigentlich gleich. Ne? Also da würde ich jetzt auch keinen Unterschied feststellen können, wenn ich jetzt wirklich 1 zu 1 ausprobiere. Wenn man es vielleicht messen könnte, dann vielleicht 1-2%, vielleicht ein Unterschied irgendwo, minimal. Aber keine Ahnung jetzt. Also ich finde jetzt auch identisch. Ja, ich habe mich zusammen mit Shisha World getan und habe für euch ein Special, das ab jetzt erhältlich ist. Und zwar nicht nur der Kopf, den könnt ihr ja jetzt schon kaufen für 15,95. Nein, ihr habt auch noch die Chance, ein Set zu kaufen, Freunde. Und zwar das SWT Flat Setup sozusagen. Das ist in Verbindung mit dem 1-Kohle-Aufsatz. Was ist da alles dabei und was kostet es? Das sage ich euch auch noch kurz. Ich habe das nämlich hier einmal abgespeichert. Da ist dabei einmal der Kopf natürlich. Einmal der 1-Kohle-Aufsatz, 1 Kilo Zocomo-Kohlen, die übrigens sehr, sehr gut sind, 2 Kopfgummidichtungen und eine Smokezilla-Kohle-Pinzette, also Kohlenzange ist im Lieferumfang mit dabei. Kostet normalerweise, wenn man alles einzeln kauft, 44,19 und im Angebotspreis wegen mir, ja, wegen SWT, haben wir das Ganze für 29,99 drinnen im Shop. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das Ganze komplett gleich zu kaufen, dann einfach unten in der Videobeschreibung das Set anklicken, dann kommt ihr, wie gesagt, zu meinem Partnershop, dann könnt ihr das Ganze für 30 Euro statt für 44 kaufen, also 14 Euro gespart. Oder natürlich, ich verlinke es euch auch, nur den Kopf oder nur den Aufsatz, je nachdem, was ihr euch eben noch kaufen wollt. Und für das Geld muss ich sagen, ne, für 30 Euro komplettes Set, alles mit dabei oder für 16 Euro der Kopf, braucht man nichts sagen, weil viele haben ja schon die Aufsätze zu Hause, die brauchen natürlich nur noch den Kopf. Da kann man echt nicht meckern. Das ist wirklich gigantisch und von daher gibt es von uns beiden auf jeden Fall den Daumen sowas von nach oben raus. Kaufempfehlung geht raus, was das Flat Setup angeht. Also von daher wirklich ausprobieren, Freunde. Ihr werdet sehen, wie einfach das Ganze funktioniert und wie leicht das Ganze klappt. Ihr braucht nichts anderes mehr, außer ihr wollt dunklen Tabak rauchen. Dann, wie gesagt, würde ich einen Funnel empfehlen. Genau, dann haben wir eigentlich alles Wichtige genannt. Dankeschön auf jeden Fall nochmal an Hookah Squeeze, an den lieben Max, dass du uns natürlich diesen Kopf zur Verfügung gestellt hast. Und bevor das Gewinnspiel erklärt wird, schauen wir uns noch die Pro- und Kontraliste an. Da haben wir bei Pro die Verarbeitung sowie die Qualität. Dann... dass das Ganze mit einem 1-Kohle-Aufsatz und auch mit einem 2-Kohle-Aufsatz funktioniert. Dann haben wir eine schnelle Anrauchphase oder gar keine Anrauchphase, wenn ihr vorheizt. Dann einen geringen Tabakverbrauch. Dann zieht sich kaum mit Molasse voll und er ist auch mit Paste oder mit Tabak oder mit beidem gemischt rauchbar. Und danke, du Arsch. Und bei Neutral haben wir noch einen Punkt und zwar den Preis.
16 Euro für einen Kopf ist jetzt nicht viel, aber es gibt natürlich auch günstigere auf dem Markt, deswegen ist es neutral angesetzt, aber logischerweise nichts bei Contra, weil das allerbeste Setup der Welt, das hat keinen Contra-Punkt verdient auf jeden Fall. Genau, dann erklären wir euch noch kurz das Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr könnt das Set gewinnen, einmal Kopf- und Einkohleaufsatz, im Wert von ca. 30 Euro, dreimal. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, dieses Video einmal mit einem Daumen nach oben bewerten, Shisha-Warentest auf YouTube abonnieren und den Hashtag SWT-FlatSetup in die Kommentare schreiben. Da könnt ihr euren ganz normalen Kommentar natürlich zu Ende schreiben. Wichtig ist, dass der Hashtag eben gesetzt ist in den Kommentaren und dann werden drei Gewinner gezogen. Genau, und die Gewinner werden dann in der Beitragsfunktion in YouTube bekannt gegeben. Genau, dann wünsche ich mir viel Glück beim Mitmachen und wenn ihr den Kopf schon zu Hause habt, könnt ihr natürlich gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben, ob es denn eventuell genauso wie bei uns ja mittlerweile das allerbeste Setup der Welt ist oder nicht. Genau, dann war's das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es mit eurem Daumen nach oben und wenn ihr auch mit beim Gewinnspiel mitmachen wollt, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren bei mir. Zum letzten Video geht's beim Olli und in der Mitte geht's zum SWT-Partner Shoplink. Dann sagen wir danke, bis zum nächsten Mal und Servus!